Ja, hi und willkommen. Mein Name ist AliOLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Gehst du weg von mir? Und ja, wir sind immer noch in den Emet Hügel Hill. Und ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, was das Überlevel ist. Und wir wollen immer noch von diesen beiden Typen hier verfolgt oder drei Typen. Und ja. Rita hat ein bisschen ihr Aufsehen erregt bei so einem Blast her und ich treffe ja nicht. Ja, gut. Letztes Mal bin ich nämlich noch schon ein bisschen weiter gegangen und oh Gott, wollte schon sagen, ich habe hier glaube ich noch ein paar Sachen verpasst. So, das habe ich noch nicht. Das ist schwächer als was sie jetzt hat. Also sollte ich hier schnell lernen. Da gehen wir noch mal jetzt zurück. Ich weiß nicht genau, wann wir hier Dreck ein bisschen umgeändert haben. Die Richtung. Aber wir spielen Carol. Weil warum nicht? Hat eigentlich neue Völker Zerstörung. Naja, ich glaube, das ist irgendwie. Oder will ich hier haben, ne? Erinnert mich sehr an hier von. Presser. Er hat ja auch irgendwie so Angriffe gehabt, so Erdangriffe, weil sie mit einer Axt gekämpft hat, glaube ich, ne? Und ist bestimmt so ein bisschen daran angelegt, ne? Ja, ich will mal nachgucken. Ist immer noch schwer, okay. In letzter Zeit. Okay, war aber schon überall, alles klar. Müssen wir da oben lang. Weil das ist halt das Spiel jetzt nicht mehr so schwierig, also kann man nicht vorstellen, nur der Anfang so brutal war. Weil ich halt noch nichts hatte. Oh Dreck, der hat mich auch noch gesehen. Aber komm schon. Letzte Boss war eine absolute Lachnummer, weil ich Rita gesteuert habe, also vielleicht lag dann auch daran, ne? Oder weil ich jetzt hier jeden Kampf mitnehme, habe ich dabei am Anfang auch gemacht, aber dann kam dieser eine Typ und hat mich fertig gemacht, dieser eine Bosskampf. Oder die anderen beiden Typen hier. Boko und was weiß ich, wie der eine Typ noch hieß. Und ja. Aber das wird wieder ein bisschen schwieriger, weil sonst wird das hier ein sehr einfaches Spiel. Klavier. Ja, ich habe vergessen, die rennen die ganze Zeit weg. Das war auch nicht so der Sinn der Sache, finde ich. Das ist aber echt so, die versuchen immer einen bestimmten Abstand zu erreichen, ne? Und da meine Leute immer auf den losgehen, müssen die sich immer weiter entfernen. Verteidigung, und höheres Level. Ausweichen. Hat sie jetzt ein Level ab oder? Jetzt gelernt, so mit ihm haben wir aber nichts mehr. Du kannst dann ausrüsten und sie kann jetzt den Schal ausrüsten. Rückschritt, so was dann ausweichen. Jetzt aber wir bauen nicht. Rückschritt ist das hier, ja, aber ist dann ausweichen. Beweglichkeit, ah, okay, Beweglichkeit wird einfach nur erhöht. Ja. Immer mit Levels bekommen wir hier irgendwie. Wie weit hatten wir das schon von hinten? Ja, mit Level bekommen wir neue FP oder was das auch war. So, habe ich gelernt. Geht immer so schnell. Mit der Hilfsschlag. Schreib mit der Waffe eine Formel auf den Boden. Stell kleine Menge KP und Freunde in Reichweite wieder her. Dann machen wir das so. Ah, cool. So ein kleiner Heilmove, ne? Ja, auch nicht schaden. Komm mal her. Voll, das ist brutal. Geil.
heilt sich auch ganz schön hoch damit. 200, also nicht schlecht. So, jetzt rennt er schon wieder weg. Da bin ich ein bisschen doof gemacht. So, wir entfernen uns mal ganz weit von denen. Aber die ist ein bisschen dämlich gemacht. Komm schon. Das heißt also mehr oder weniger, sobald wir ein bisschen Schaden an die gemacht haben, haben wir gewonnen. Weil die ja immer wieder wegrennen wollen. Na guck mal, die greifen gar nicht an. Ihr sagt mir nicht, das ist das ganze Spiel lang so. Darauf hätte ich jetzt wenig Bock. Boah, Junge. Wieder an. Das ist doch kein Kampf hier. Und der habe ich mal wieder angreifen. So. Sehr gut. Gut gemacht, Rita. Kreuzkonter. Zurücktreten. So, sie hat, glaube ich, noch eine andere Waffe, ne? Stilett ist schwächer, aber gibt neue Sachen. Ich habe dann auch jeder hier alles gelernt erstmal, ne? Rückschritt und Ausweichen. Cool. Hier lang. Bestimmt. Ne, hier ist natürlich richtig, ist klar. ボス。何あれ、ハルルの町を襲った魔物だよ。へえ、こいつがね。ほっといたらまたハルルの町を荒らしに行くわね、多分。でも今なら結界がありますよ。結界の外でも近所にこんなのいたら安心して眠れねえからな。 Wir müssen noch einen Boss in diese Dungeon haben. Ist das, was ihr sagen wollt? Ne, ich habe jetzt mein Überlimit nicht ready. Was zum? Okay. Da hat schon 8000 AP. Was? Ja, warte mal, ich habe eine Idee. Der setzt immer Limit ein, ehrlich. Nein, ich wollte eigentlich nicht. Aber das ist bestimmt auch gut, ne? Oh Gott. Das Teil kriegt voll auf die Fresse. Oh Gott. Kaum sage ich irgendwie, das Spiel ist voll einfach, ne? Da kommt so was. Oh mein Gott, ehrlich. Oh Gott. Oh, Juri ist auch tot. Oh mein Gott, was? Komm schon. Komm doch hier hin. Oh mein Gott, was ist denn jetzt auf einmal wieder los, ey? Alter. Ey. Boah, und ich habe gerade, oh, was ist das denn wieder für ein Dreck? Oh, komm schon, da kommt der nächste Boss und macht mich einfach fertig, ist klar. Ach. Gut, das heißt wohl grinden. Ich sehe euch, wenn ich Level 15 bin, nehme ich an. Keine Ahnung. Ich weiß mal hier oben hin. Ich will sehen, was da oben ist. Boah. Ich will jetzt nicht gerade kämpfen, weil ich spiele noch Repeat. Das war natürlich wieder sehr doof. Geil. Weil ich bin ja gerade in einer richtig blöde Position, weil ich kann mich nicht heilen oder irgendwie sowas. Also per Dingens. Per Raststätte oder irgendwie so. Komm schon, da war jetzt voll unfair. Ah.
Bei mir ist jetzt bisher auch noch nicht viel passiert in diesem Part, ne? Also jetzt nicht so, als würde ich irgendwie hier was, würde ihr was verpassen, wenn ich jetzt hier beenden würde oder so. So, schade, ich muss mir jetzt den Schal holen, Dreck. Geht weg von mir. Wir haben vielleicht auch sein, hatte ich, boah, Junge, wir haben jetzt hier schon Kämpfe gemacht. Und ich, was gibt's jetzt nicht? Na, komm her. Weil ich bekomme jetzt hier nicht wirklich mehr Erfahrungspunkte, weil die Erfahrungspunkte haben wir schon gesehen, die ich bekommen habe durch die Viecher. Oh, Junge, bleib hier. Ja, weiß natürlich ein bisschen doof, aber ich muss halt trainieren jetzt, ne? So wie es ausschaut. Geht jetzt nicht anders, ne? Können wir jetzt noch mal die Truhe, den Schal. Und dann sehen wir, was da oben ist. Boah, Junge. Ich will jetzt hier grinden. Oh. Erlernt, Heilung. Wieder ändern hier. So, netter Hilfsschlag. So. Na komm schon, er hat irgendwie 400 oder so abgezogen bei jedem. Fand ich jetzt nicht so toll. Ich hab gar nicht gesehen, welches Level er war. Ich glaube 18, ne? Okay. Ah, Kreuzkonter zurücktreten. Mal wieder ändern. Oh, Junge. Das ist richtig dämlich. Ich habe doch hier die ganzen Kämpfe schon gemacht. Ja. Hey. Oh. Also letztens so habe ich mir noch gedacht, ich darf nicht irgendwie behaupten, dass das Spiel zu einfach ist. Weil genau dann kriege ich voll auf die Fresse. Das ist immer so weit jetzt aufspielen. Jetzt habe ich nicht daran gedacht und habe es natürlich gesagt. Was passiert? 5 Minuten später krieg voll auf die Fresse. Oh, Junge. Ich habe ja den Teufel aufbeschworen. Boah, Junge, bleib hier. Okay, das ist aber echt eine blöde Funktion. Ich mache den ein bisschen Schaden, die rennen weg für den Rest des Kampfes. Oh. Bleib hier. Guck mal an, das ist doch lächerlich. Wir gehen jetzt zu dritt auf den. Will ich verarschen? Ja, der geht jetzt auf mich los. Irgendwie schwer regt mich das Spiel heute auf. Boah, das ist doch. Hallo? Bleibt hier. Alter! Hör auf damit, Mann! Hör auf, wenn ich sie, Mann! Ja, gibt's doch einfach.
Vor allem, du kannst auch irgendwie nicht mehr da raus, ne? Sobald die nämlich vorhin wegrennen, weil läuft ja immer jemand hinterher und die tun irgendwie nicht genug Abstand hier machen. Also ist nicht so, als gehen die in den Angriff irgendwann über. Hier guckt sich einer an. So dämlich gemacht, ey. Kann man nicht vorstellen, dass das irgendwie beabsichtigt war. Na, Rückschritt. Boah. So, bitte lass mich nicht gegen dich kämpfen. Danke. So, jetzt gehen wir speichern. Nein, nein, boah. Das ist eine Zeitverschwendung gerade. Ich will es natürlich nicht on screen hier grinden, das ist bestimmt tot langweilig. Also ich will auch nicht unbedingt hier was irgendwie erlernen oder so, ohne dass ihr dabei seid oder so. Na, komm her. Boah, jetzt geht das schon wieder los. Wenn ich vorstellt hat irgendwie so, boah. Ich habe doch nicht die ganze Bock hier dem Monster hinterher zu rennen. Hallo, mein Gott, entweder die wollen kämpfen oder ihr wollt nicht kämpfen. Man soll doch nicht einen Kampf hier beginnen. Also jedes Mal, wenn ich die einmal haue, hier direkt abhauen immer für den Rest des Kampfes. So voll gestört. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich denn immer? Nicht mal so viele. 17 braucht jetzt Juri hoch zu leveln. Na, da ist jetzt natürlich nicht irgendwann, was ich gebrauchen könnte. Tamahagane Zauberabwehr. Gut, komm du mal her. Nur so mein Boss noch mal mit vollen AP und all sowas. Öffne Sanduhr. Alles Teiler gibt es ja normalerweise hier in Spielen. Ich glaube, ich muss echt so ein bisschen höher gelevelt sein, sonst bringt es da nicht. Problem ist, ich kann jetzt auch gar nicht so viel trainieren. Ne? Ich muss ja immer speichern und laden, ne? Damit die Gegner respawnen. Also ja, grinden ist ja auch nicht so gut drin. Ne? Höheres Level. Gut. Habe ich jetzt mit ihr Dingen ausgerüstet? Ja. So, wir gehen jetzt noch mal da rein und versuchen das noch mal. Wenn es das nicht hilft, wenn es das nicht bringt, dann müssen wir halt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Ich will auf jeden Fall Juri spielen. So, dann wollen wir. So, mal Marita. Alles klar. Versuchen wir nochmal. So, dann erstmal den hier. Alter. Er ist Level 20, ey. Ich kann auch Oberlimit machen, ja. Ich bin fast mit einem Schlag weg, geil. Ja, ich bin mit einem Schlag weg. Ich bin mit einem Schlag weg.
Oh, was ist das? So, du komm her. Alter. Die hauen mich auch mit einem Schlag beinahe weg. Was ist das? Ja, danke, Carol, ich bin tot, also bringt das nicht so. Alter, Junge. Was ist das denn? Level 16 und Level 20 sind die. Was? Boah. Ich wollte ja eigentlich heute schön aufnehmen, aber geht nicht. Einer ist erledigt, geil. Wir sind alle erledigt. Also ja. Und ich kann ja noch einmal schlagen und dann ist er wieder voll im Möhre aggressiv. Ja, da finde ich, das ist ein bisschen riesiger Sprung hier. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch, wenn ich hier ein bisschen hochgelevelt habe. Geht ja nicht anders, ne? Also gut, ja, bis gleich. Es geht. ノリコに行けば今度こそフレンに会えるでしょうか。また行き違いになるような気が俺はしてるんだが。もしかしたらこうしてる間に麓の道通ってデートに戻っちゃうかも。でもフレンは手紙を残したんだからきっと待ってます。どうだか。だいたいなんでこんなイレギュラーな道通らなきゃなんないのよ。ギターのせいじゃん。仕方ないでしょ。あん時は 人攻めてる暇あったら足動かしなさいよ。本当に行き違いになっちゃうわよ。それもそうですね。ノルコに急ぎましょう。もともとアスピオは背後の山から出土した巨大なブラスティアを研究するために作られたそうですね。最初はちっちゃな研究施設だったのに徐々に人が増えて町みたいになっちゃったみたいね。今じゃ当初の目的だった巨大ブラスティアの研究以外にも Na, da bin ich wieder. Okay, ich habe ein bisschen gegrindet. Können wir mal ganz kurz reden? Ich habe diesen Boss einige Mal versucht auf verschiedenen Level und ich bin jetzt Level 22. Also der Typ ist immer noch knüppelhart. Also was soll halt? Ich habe diesen Typen mal gegoogelt. Gattuso heißt das Viech. Und ja, anscheinend ist dieses Ding irgendwie sehr bekannt dafür, Runs zu zerstören und neue Spieler irgendwie einfach so zu vernichten. Also ja, geil. Das war nicht so toll. Ich habe auf Level 18, auf Level 20 versucht, den zu bekämpfen und ich krieg immer noch auf der Fresse. Ich habe den Kampf offscreen auf Level 22 gemacht und ich habe es geschafft, ihn zu besiegen. Habe ich natürlich nicht aufgenommen, deswegen mache ich diesen Kampf jetzt noch einmal. Ja, und dieses Mal nehme ich mich natürlich auf. Da ich Level 22 bin, hat sich ja einiges natürlich geändert. Ich habe mit jedem Charakter einen Haufen neuer Arts gelernt. Fangen wir mal mit Yuri an, mit dem habe ich auch noch... Ach ja, ich habe mit jedem Charakter einen Titel bekommen auf Level 20, welchen ich glaube ich gerade ausgerüstet habe, ne? Fähiger Schwertkämpfer, unbeirrter Kämpfer, Ordensschwester, Großmagierin und Ritter. Und Yuri hat auch noch den Berserker-Titel bekommen, was ich glaube ich bekommen habe, weil ich 1000 Gegner besiegt habe oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe eine Trophäe bekommen für 1000 Gegner. Das könnte sein. Aber jedenfalls, ja, diesen Titel habe ich bekommen. Ich gucke jetzt mal, ich habe mir ein ganzes, ich habe ein halbes Text Dokument hier gerade offen, was wo drauf steht, was ich alles gelernt habe und so. Aber mit Yuri habe ich auf Level 18 gelernt Schmetteradler. Wo ist es? Hier.
und auf Level 22 Drachenschwarm. Und ja, ich habe jeden Angriff ausgiebig genutzt, um zu gucken, ob ich was gelernt habe. Und ich habe sogar was gelernt. Ein Zur-Wolfschlag. Das habe ich, glaube ich, bekommen, als ich Wolfschlag 50 Mal eingesetzt habe. Und ja, als Zur-Schneider hatte ich schon, weiß ich nicht, über 600 Nutzungen. Also ja, ich nehme mal an, wenn man zwei Angriffe 50 Mal einsetzt, dann kriegt man wirklich so eine verbundene Art, so wie halt in Tales of Derbys, ne? Und ich glaube Tales of Symphonia auch, ne? Und ja, das fand ich gut. So, Estelle hat laufen neue Sachen gelernt. Einmal hat sie Stichhieb gelernt, Widerstand, Photon, ein Angriffszauber und Freudenrolle hier. Und ja, warum ich nur drei Sachen hier gerade aktiviert habe, werde ich gleich erklären. Repeat hat drei Sachen gelernt. Diebstahl, womit ich Items klauen kann, was richtig gut ist. Fallener Laub, was irgendwie nur so ein Ausweichangriff ist irgendwie. Man tut sich irgendwie hinter den Gegner irgendwie so ranschleichen oder so. Und Rücke des Schalls. So, Carol, der hat vier Angriffe gelernt. Einmal Destructo Schmettertreffer. Hier, auf Level 18, auf Level 20 Blitzwelle, Level 21 netter Genesungsschlag und auf Level 22 Hammerfluss aufwärts. Ich habe gar nicht gesagt, wann Repeat seine Sachen gelernt hat oder Estelle, ne? Estelle hat auf Level 15 Stichhieb, auf Level 17 Widerstand, Level 19 Photon und Level 22 Freudenrolle gelernt. Und Repeat hat auf Level 16 Diebstahl, Level 18 Fallendes Laub und Level 21 Rückkehr des Schalls gelernt. So, und Rita hat vier Sachen gelernt. Auf Level 16 kalte Dusche. Das hier. Level 17 hat sie das hier gelernt, was ich einfach noch Vieh genannt habe in mein Textdokument. Und ja, auf Level 18 hat sie geballtes Licht, geballtes Nichts gelernt. Und auf Level 22 La Paz. Ja, und da habe ich es auch notiert. Für 1000 Kämpfe habe ich großartige Kämpfer-Trophäe bekommen. Okay. Also ja, hat sich einiges getan. Ich habe außerdem mit jedem Charakter Sandwich und Hackstick gemeistert. Was man so nach 4 Sternen bekommt. Also jeder hatte 3 Sterne irgendwann und danach habe ich das nochmal ein paar Mal gemacht. Und dann hatten wir 4 Sterne. Also ja. Gut. Haben wir das alles aus dem Weg geräumt. Ich habe auch, glaube ich, mit Carol und Yuri noch hier das Tier hergestellt, weil uns nur ein mehr Verteidigung gibt, was nicht sehr viel bringt. Also ja, das ist ganz schön gestört hier, ne? Aber wir gehen jetzt mal in den Kampf rein und versuchen es nochmal. Ich müsste es eigentlich schaffen, auch wenn es sehr schwierig wird. Wir stellen mal ein Hacksteck her, damit wir mehr Angriffskraft bekommen. Und gehen in diesen Kampf rein. Und ich werde da meine Strategie erklären, was ich da gemacht habe. Das überspringen wir mal und ja, lass diesen wilden Ritt noch mal beginnen. So, und jetzt guckt euch mal, wie viel Schaden ich immer noch bekomme, obwohl ich jetzt schon, weiß ich nicht, 8 Level höher bin als beim letzten Mal. So, wir gehen die mal erkunden. Die haben 8000 KP, die sind nicht mehr so schwer. Mache ich einfach den Angriff immer, trifft irgendwie alles. So, er setzt sein Überlimit relativ früh ein. Und man sieht, ich kriege immer noch derbe Schaden. Mehr. So, ich glaube, er ist aus dem Überlimit raus, ne? Nö, immer noch nicht. Ich setze Schmetter allein, weil das tut alles um mich herum angreifen, was nicht schlecht ist, und das macht auch noch riesig Schaden. Also ja. Und ja, ich bin schon tot. Ich bin Level 22. Ich bin immer noch am Sterben hier. Man könnte meinen, ich würde den Gegner ja vernichten, aber nee. Ja. Ich muss mich jetzt durchgehend heilen, also natürlich Dutzende Apfelgummis und also was hier mitgenommen, gekauft und so. So, ich muss mich wieder heilen. Komischerweise ist der Kampf jetzt noch relativ knapp, obwohl man eigentlich meinen könnte, nachdem die beiden Viecher weg sind, wird es schwieriger werden, aber ist es irgendwie nicht.
leichter werden, meine ich. So, er hat 66.000 AP, wir haben 3.000 abgezogen. So. Und jetzt wird es erst richtig lustig aus irgendeinem Grund. So, ich setze folgenden Angriff ein. Feld der Zerstörung. Und ich muss alles hier deaktivieren, weil Feuerball ist effektiv gegen das Ding, weil Feuer, ne? Also ja. Deswegen habe ich jetzt Rita nur Feuerball ausrüsten lassen. Und ich werde diesen Angriff einsetzen, obwohl er nicht so viel abzieht, aber trotzdem habe ich irgendwie so gelesen, man den einsetzen sollte. Er setzt sein Überlimit ein, was auch richtig nervig ist. Ich muss mich hier Mischgummi vielleicht mal einsetzen. Und ja. Na, komm mal her. Man sollte diese Pflanzen einsetzen, aber irgendwie komme ich irgendwie nie richtig dazu, was damit zu machen. Er wird jetzt für ein paar Sekunden gestunt, aber das bringt es jetzt auch nicht so, habe ich so gefühlt. So. Pflanze. Irgendwie ist der Angriff viel stärker. Und wir machen den hier. Ich lasse ihn da schön am Boden. Mach den hier. Scheint sogar zu funktionieren. So, jetzt stehe ich hier neben den Pflanzen und warte, bis er angreift. Oder auch nicht, weil ich doof bin. So. Das ist wieder eine geile Mission, also. Der greift mich trotzdem sofort an, also. Ich habe immer wieder im Internet gelesen, man soll diese Blumen einsetzen, aber dann wird der Typ irgendwie für eine Sekunde gestunt und dann ist er wieder und greift an. Da verstehe ich nicht. So, irgendwie zieht der Angriff mehr ab, also setze ich den an. Setze ich den ein. Aua. Aber ja, wie man sieht. Ja, ich kann noch nicht mal irgendwie was machen. Ich, der haut mich einmal weg. Ich will aufstehen und der haut mich schon wieder weg. Also, das ist nicht normal. Wer sich in diesem Boss ausgedacht, ey. Oh, Carol, heil dich mal. Ich will, dass du auf mich losgehst. Komm. Dürfte zu schaffen sein diesmal. Feuerball dreimal getroffen. Komm mal her. Ich mach den hier. Carol, halt mich. Gut. Natürlich blöd, dass der andauernd am Boden fällt. Ey. Kann ich den gar nicht treffen. Na, diesmal haben wir den. Ich habe keine Ahnung, ich habe den dutzende Mal versucht und ich krieg immer auf die Fresse. Also, wie man sieht, ich bin Level 22. Ich bin 2 Level höher als der. Ich bin 8 Level höher oder 6 Level höher als beim letzten Mal, als den hier on screen versucht, als den zum ersten Mal getroffen habe. Und das kannst du aber nicht machen. Vor allem, was ich gehört habe, ist, dieser Typ soll der schwerste Boss im ganzen Spiel sein. Also. Danach kommt nichts mehr Schwierigeres. Geil. Super. Also, heißt das Spiel wird jetzt voll einfach, oder was? So, wir haben ihn gleich. Komm. So, warum ist Rita nach vorne? Hier keine TP mehr. Geil. Na, komm auf mich los, bitte. So, wir haben ihn erledigt. Boah, das war ja die geheime Vision, habe ich schon bei meinem Offscreen Versuch bekommen. Also ich hätte jetzt normalerweise eine Trophäe bekommen. Also ich habe die Trophäe bekommen, aber ja, nicht on screen. So, ich nehme an, der Angriffsring ist irgendwie, was wir bekommen würden hier, wenn wir das abgeschlossen haben. Und ja, damit hätten wir das erledigt. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich
Ich bin mal froh, dass wir endlich hier weiterkommen in den Spiel. Ey. Ich sage eigentlich, wie kacknervig das jetzt war. Hier, ich gehe jetzt mal speichern. Ne? Hier, 7 Stunden. Ich habe jetzt 6 Stunden trainiert. Ich bin 8 Level höher als beim, als ich ihn das erste Mal versucht habe. Was ist das eigentlich für ein Scheiß? Hey. Jetzt mal ganz ehrlich. Licht drängen. Was habe ich hier bekommen? Licht drängen. Angriffsring. Angriffsring. Ich habe Licht irgendwas anderes bekommen, ne? Angriffsring. Erhöht Angriff um 10% während des Kampfes. Juri. Gut, wir können jetzt endlich weiter und ja, mir ist schon klar. Übrigens passiert irgendwie gar nichts, wenn wir diese Dinger hier anfassen. Also, was soll das eigentlich? Warum haben die uns so gewarnt? Soll das hier für diesen Kampf sein oder was? Und ja, mir ist schon klar, so viel. Genau das wollte ich eigentlich verhindern jetzt. So viele Kämpfe will ich jetzt eigentlich nicht mehr machen. Also, wir sind jetzt Level 22. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie leveln müssen. Guck mal, wie einfach die Gegner hier sind. Und ich habe es noch nicht erwähnt, aber ich habe natürlich schon alle Sachen hier gelernt. Also, Skills und sowas alles. Von den Waffen. Also, das ist ja selbstverständlich, ne? Und ja, ich bin einfach nur froh, dass wir jetzt endlich mal weiterkommen, ey. War richtig geistesgestört. Ja, nur so einen schweren Boss am Anfang des Spiels hier reinpacken. Ich habe meine Spielzeit ja voll verdoppelt, weil ich gegen den Grind musste. Ey. Kann ich irgendwie nicht wegdrücken, automatisch. Wasser. Hast du was gesagt, Estelle? Okay, ich wollte schon sagen, sie macht wieder so. Die machen wieder, was sie so oft machen in Tales of Spiel. Hast du was gesagt? Nein, nichts. Ich hasse das. あんたに同情されると死にたくなるんだけど。世界の海を回って全てを見てきてるんですね。この海を通じて世界中がつながっている。また大げさな。タコだか水たまりの一つで。リタも結構感激してたくせに。 Ich glaube, so ein schöner Moment kommt, nachdem wir so einen Katzboss hinter uns haben. Gar nichts. Ja. ノルコはここを出て海沿いの街道を西だよ。もう目の前だから。海はまたいくらでも見られる。旅なんていくらでもできるさ。その気になりゃな。今だってその結果だろ。そうですね。ほら、先に行っちゃうよ。
Ja, genau das. Zu Rotte. Na gut, Truhe. Orangengummi. Gib her. Wir brauchen hier. Und ja, mein Gott, ey. Mir ist schon klar, ich werde nicht so viele so viele Kämpfe machen. Also ich versuche jetzt so viele Kämpfe wie möglich aus dem Weg zu gehen für eine Weile. Wenn wir neue Gegner sehen, dann greife ich die natürlich an, aber boom, heiliger Trank. So, das erste brauchen wir keine Erfahrung mehr. Also ja, ich versuche da ein bisschen auszugleichen. Ich will natürlich nicht, dass das Spiel irgendwie zu einfach wird, ne? Deswegen werde ich jetzt absichtlich so viele Kämpfe wie möglich aus dem Weg gehen. So wie es aussieht, sind das hier auch alles Gegner, die wir schon gesehen haben, ne? Heiliger Trank ausgezeichnet. Die Viecher haben wir doch schon bekämpft, ne? Ich mal gucken. Gattuso, Junges. Gattuso, boah, geh weg. Ist ein Gattuso, Junges? Ich glaube ja, ne? Oh, leck mich. Und diese Insekten, Riesenkäfer und all sowas. Mal auch alles, ne? Gut. Was im Weg? Ist gar nichts. Was bewachst du denn da? Also ja, viele heilige Tränke werdet ihr sehen. Okay, das heißt aber auch, die Story wird sehr viel schneller hier vorangehen. ね、次から課金所の分だけ宿代が安くなってさ。何言ってんの?テントは1個につき1回しか使えないんだって。リタ、そんな意地悪言わないでください。うんだ。世の中には便利なものがあるんだな。旅する時には大事なものなんだよ。テントの他にも小座とかもあるんだ。でもやっぱりキャンプするならテントだよね。雰囲気あるし。 ちょうどよかったですね。皆さん山越えでヘトヘトのご様子ですし。ねえ、フォンボスカンプ。あったもんね。ま、まだ街までだいぶありそうだし、ここら辺で休憩するか。じゃあ準備するよ。あ、1回キャンプしたらとりあえずしばらくはできないからね。なんでだよ。キャンプした場所の近くではテントに塗られた簡易結界がしばらく働かなくなるんだ。 Natürlich muss das erklärt werden. ん、何それ。ブラスティアじゃないわね。違うよ。魔物が嫌いな匂いを出してる薬品が塗られたものを結界って呼んでるだけ。一晩くらいの間なら魔物を遠ざけることはできるけど、時間が経つと魔物たちがその匂いに慣れちゃうからね。うん。そんなのあるのね。ま とりあえず準備は可能。だからまあ、一応レベルね。あの辺、オート。うん。じゃあもう少し行ったらそこでキャンプあるね。Zelt. Ich hoffe, da fällt gerade mit einer Matte ein einfachen Zelt, Zelt, was einem einfachen Zelt, oder einer Barriere ein Lager hin. Okay. Zurück zur Feldkarte und wir sind jetzt auf der anderen Seite, ne? Möchte nicht, dass der Wächter mich schnappen, ja. Und ja, wir konnten auch das Gebiet verlassen und zurück zur Stadt gehen. Also, was ein bisschen einfach gemacht hat zu leveln. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie eine Cutscene oder so, wenn ich das mache. Also, ich würde gerne erstmal speichern und so. Ja, gut. Wir beenden den Part dann hier und ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange der Part davor war. Also, das Zeug davor,
weil das schon eine ganze Weile her ist. Und ja, diesen Kampf bedanke ich mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, wäre sehr nett von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bye bye. Oder versucht dem.